Das ist ZM Talks Beyond States. Diese zweite Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit, die Ende Mai 2020 hätte eröffnet werden sollen. Die Corona-Pandemie hat die Themen der Ausstellung in vielerlei Hinsicht aktualisiert, sodass das Zeppelin-Museum beschlossen hat, sie um einen diskursiven Prozess zu erweitern. Dieser diskursive Prozess führte uns zu einem neuen digitalen Format, dem Debatorial, eine Debattenplattform, die sich vom bisher bekannten musealen Rahmen löst und die Rolle des Museums als Ort der Bildung, Forschung und demokratischen Partizipation neu schreibt. Die Themen der Ausstellung sind im Kontext der Covid-19-Pandemie brennend aktuell. Viele bereits zuvor aktuelle Fragen stellen sich heute mit neuer Vehemenz. Welche Rolle spielt die Gesellschaft für eine Demokratie? Darf der Staat Grundrechte einschränken? Wie hat die Corona-Pandemie die Sicht auf Staaten verändert? Und sind die kurzzeitig während der Pandemie errichteten oder geschlossenen Grenzen nun auch langfristig in unseren Köpfen verankert? Welche langfristigen Folgen haben Verunsicherung, Verschwörungsideologien und der Zweifel am Rechtsstaat? Diese und andere Fragen wollen wir auch in ZM Talks Beyond States erörtern. Den Anfang machen Dr. Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin-Museums, und der Soziologe Prof. Dr. Wilhelm Heidmeier unter dem Titel Corona und die Zukunft des Staats. Mein Name ist Claudia Emmert, ich bin Direktorin des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen und habe heute das Vergnügen, mit Professor Dr. Wilhelm Heidmeier zu sprechen. Ich darf Ihnen meinen Gesprächspartner kurz vorstellen. Wilhelm Heidmeier ist seit den frühen 1980er Jahren ein Pionier der interdisziplinären und internationalen Gewaltforschung und zählt zu den renommiertesten Soziologen in Deutschland. 1996 gründete er das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, dem er von 1996 bis 2013 als Direktor vorstand. Bis heute ist er dort als Forschungsprofessor tätig. Zu seinen weiteren Forschungsschwerpunkten zählen die Themenfelder soziale Desintegration, Gewalt und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. 2008 gründete er das International Journal of Conflict and Violence, das er mit anderen bis 2014 als Chefredakteur herausgab. Für seine Forschungen wurde Wilhelm Heidmeier bereits mehrfach ausgezeichnet. 2012 erhielt er beispielsweise den Göttinger Friedenspreis und 2014 wurde er für seine Verdienste um die Konflikt- und Gewaltforschung mit dem Ehrenpreis des Innovationspreises des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Von seinen zahllosen bedeutenden Publikationen möchte ich exemplarisch auf drei verweisen. Von 2002 bis 2010 gab er die zehnbändige Reihe Deutsche Zustände heraus. 2018 erschien der Band Autoritäre Versuchungen, Signaturen der Bedrohung 1. Und dieser Tage erscheint auch im Suhrkamp Verlag der zweite Band, dazu unter dem Titel Rechte Bedrohungsallianzen. Lieber Herr Heidmeier, ich freue mich darüber, heute mit Ihnen auf unserer Diskursplattform Debatorial zur Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit sprechen zu dürfen und begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast. Ja, guten Tag. Eine Ihrer prägnantesten Thesen dieser Tage lautet: In der Krise wächst das Autoritäre. Dabei blicken Sie ja nicht nur auf die aktuelle Corona-Krise, sondern fordern dazu auf, langfristige gesellschaftliche Entwicklungen in den Blick zu nehmen. Was waren denn aus Ihrer Perspektive die entscheidenden Krisen im 21. Jahrhundert, die unsere Gegenwart für heute, bis heute prägen? Und was unterscheidet die aktuelle Corona-Krise von den vorangegangenen Konflikten? Ja, zunächst muss man einfach nochmal deutlich machen, was eigentlich eine Krise ist. Denn nicht alle Veränderungen oder Verschiebungen in Gesellschaft und Politik sind gleichzeitig eine Krise. Eine Krise, das ist eine Definition, bedeutet, dass bestimmte Routinen in der Bewältigung von politischen, ökonomischen und sozialen Problemen nicht mehr funktionieren. Und das zweite Kriterium ist, man kann die Zustände vor dem Krisenereignis nicht wiederherstellen. Und dies bedeutet, dass an vielen Stellen
große Kontrollverluste auftreten, sowohl für staatliche Politik, für gesellschaftliche Organisationen, aber auch vor allem die Kontrollverluste für die Menschen selbst. Das ist dieser Rahmen. Und jetzt zu im Kern Ihrer Frage, was waren die zentralen Krisen im 21. Jahrhundert? Und dabei muss noch vorangeschickt werden, dass der bedeutende Soziologe Ralf Dahrendorf bereits 1997 darauf hingewiesen hat, wir stehen vor einem autoritären Jahrhundert. Und die Krisenereignisse, mit denen ich mich beschäftigt habe, beginnen 2001. Das war 9/11, als der islamistische Terror auf die Weltbühne trat. Also eine kulturell, religiös, politische Krise. Dann 2005 mit der Einführung von Hartz IV. Das war eine Krise, die bestimmte Bevölkerungsgruppen natürlich betraf, bei denen dann die Menschen auch in Kontrollverluste wie Statusabstieg etc. hineingeraten sind. Es war eine soziale und politische Krise, eben für bestimmte Gruppen. Dann 2008/09. Das war ja die Finanz- und Bankenkrise, eben mit den ganzen Problemen auf der ökonomischen Ebene. Und 2015, 16 mit der Flüchtlingsbewegung, dann war es mehr oder weniger eine sozial-kulturelle Krise. Und jetzt fragten Sie ja nach den Unterschieden zu Corona. Ja. Diese Krisen, die ich eben aufgezeigt habe und die immer wieder Folgen für das gesellschaftliche Gefüge, für die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen geliefert haben, die kamen im Grunde gestaffelt. Also man konnte das ja an den Jahreszahlen sehen. Und sie betrafen unterschiedliche Gruppen. Und die Gesellschaft bzw. Politik hatte unterschiedliche Instrumente zur Verfügung, um diese Krisen zu bewältigen durch öffentliche Diskurse, durch neue Förderprogramme und dergleichen mehr. Bei der Corona-Krise ist es nun anders, weil sie die gesamte Gesellschaft gewissermaßen ja zeitweilig lahmgelegt hat. Das heißt, dieser Virus trifft als im Grunde alle Individuen innerhalb einer Gesellschaft, natürlich auch weltweit. Aber der Unterschied ist, dass verschiedene gesellschaftliche Gruppen diese Krise auch besser bewältigen können. Das heißt, diese Krise trifft Individuen, was die Gesundheit angeht, alle, aber gleichzeitig haben verschiedene Gruppen in der Gesellschaft eben bessere Bedingungen. Und das Kennzeichen ist, glaube ich, dass die Corona-Krise die Klassenunterschiede in der Gesellschaft nochmal besonders deutlich gemacht hat. Das heißt, einige Gruppen gehen in Homeoffice und haben andere Schutzbedingungen als gerade Menschen in unteren sozialen Schichten oder mit niedrigem Bildungs- und Qualifikationsniveau, die sich tagtäglich in öffentlichen Räumen oder auch in Supermärkten oder Baumärkten oder wo auch immer diesem aussetzen. Und außerdem trifft das natürlich auch die Wohnverhältnisse. Es ist was ganz anderes, ob ich am Teutoburger Wald auf einem großen Waldgrundstück lebe oder eine junge Familie in Köln-Chorweiler oder Berlin-Marzahn. Also das sind qualitative Unterschiede. Und jetzt kommt natürlich die Frage, in der Krise wächst das Autoritäre. Denn das ist ja die These, dass Autoritäre entsteht dadurch, dass diese Kontrollverluste nach Sicherheit schreien gewissermaßen und es dann so etwas gibt wie die Suche nach Flucht in die Sicherheit. Und da tritt das Autoritäre deutlich hervor, denn da kann man nicht erwarten, dass neue Experimente oder dergleichen mehr oder eine fröhliche Stimmung in der Gesellschaft herrscht.
Und hinzu kommt etwas anderes, was völlig unabhängig ist, jetzt von der Corona-Krise oder auch von den anderen Krisen, die ich genannt habe. Nämlich wir leben ja in einer modernen Gesellschaft. Und sie ist durch zwei Merkmale gekennzeichnet. Einmal die Ambivalenz von Gesellschaften. Das heißt, es gibt immer massive Widersprüche, die nicht aufzulösen sind. Und das Zweite ist, es gibt Ambiguitäten. Das heißt, viele völlig unklare Situationen. Und das, was in Forschung schon seit einiger Zeit als These benannt worden ist, dass wir verlieren an Ambivalenztoleranz. Das heißt, wir können mit den Widersprüchen immer weniger anfangen, sondern suchen nach Klarheit, Hauptsache Klarheit. Und auch bei der Ambiguitätstoleranz geht es gewissermaßen bergab. Das heißt, wir halten unklare Situationen in dieser stressvollen in Gesellschaft nicht mehr aus. Und daraus entsteht dann das Autoritäre mit klaren Vorgaben, auch um Klarheit im Kopf hinzubekommen. Aber darauf werden wir noch später dann kommen. Diese Suche nach Klarheit, Sie kritisieren aber natürlich auch auf der anderen Seite Frau Merkel. Sie hat ja mal im Rahmen gerade der Finanzkrise gesagt, ihre Entscheidungen seien alternativlos. Also hat sie ja in gewisser Weise eine eindeutige Haltung eingenommen. Oder aber auch, wenn wir jetzt die Corona-Verordnungen anschauen, das sind ja auch autoritäre Entscheidungen. Also der Staat hat da sozusagen seinen Autoritätsanspruch ja auch durchaus durchgesetzt, hat aber nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Nein, das ist richtig. Aber das die erste Aussprache von Frau Merkel, die Politik ist alternativlos, ist ein Drama. Es gibt im Politischen immer Alternativen. Und hinzu kommt ja auch noch, alternativlos war immer auch auf ökonomische Verhältnisse zugeschnitten. Und da hat Frau Merkel dann auch noch davon gesprochen, wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Das ist ein unsäglicher Satz. Besser wäre es, sie wäre auf die Idee gekommen, eine demokratiekonforme Ökonomie. Denn dann würde sicherlich etwas anderes in der Gesellschaft passieren. Und das, was heute die staatlichen Verordnungen angeht, sicherlich sind die als Maßnahmen durchgreifend. Sie sind aber funktional begründet im Hinblick auf die Effekte. Und da sind wir ja, das ist ja allgemein bekannt, im Vergleich zu anderen Ländern sehr viel besser bisher. Man weiß es ja nicht, denn die Pandemie ist ja eine wandernde Pandemie, deren Ende wir ja gar nicht kennen. Also diese Dinge sind funktional zunächst mal. Und wir werden sehen, wie sich dieses über die Zeit entwickelt. Sie schreiben jetzt auch, dass diese Krisen seit 2001 eben sehr dynamische Entwicklungs- und Eskalationsprozesse in Gang gesetzt haben. Können Sie uns erläutern, welche gesellschaftlichen Entwicklungen Sie da beobachtet haben und was wäre denn die Konsequenz für unsere Gegenwart? Ja, also wir haben uns in Bielefeld relativ früh, auch gerade nach dem Aufruf von Ralf Dahrendorf mit der Entwicklung beschäftigt, und zwar im Hinblick auf Rechtsextremismus, Rechtspopulismus in westlichen Demokratien, also nicht nur in Deutschland, sondern in den USA, Italien und so weiter. Und damals habe ich einen Artikel geschrieben mit dem Titel Autoritärer Kapitalismus, Demokratieentleerung und Rechtspopulismus. Das, dahinter stand die und steht die Auffassung nach wie vor, dass wir im Zuge der Neoliberalisierung der Märkte mit Hilfestellung auch der Politik dazu gekommen sind, dass der, ich nenne ihn autoritäre Kapitalismus, eine
riesige Gewinnmarge an Kontrolle erreicht hat. Sie konnten quasi machen, was sie wollen mit der Standortentscheidung, mit den Prinzipien, die sie durchsetzen konnten, während der Nationalstaat große Kontrollverluste erlitten hat. Das war die eine Ebene. Und dies hatte Auswirkungen auf soziale Desintegrationsprozesse im Hinblick auf die Befürchtung, Kontrollverluste über die eigene Lebensbiografie bei den Menschen hinzubekommen. Und diese Erfahrung, gerade auch in sozialen Integrations- oder Desintegrationsprozessen, hat auch zu einem anderen Blick auf das politische System geführt. Ich nenne das Demokratieentleerung. Das heißt, der Apparat funktioniert wunderbar, das Vertrauen erodiert, aber in erheblichem Maße. Und die These 2001 war, der Gewinner dieser Entwicklung wird ein rabiater Rechtspopulismus sein. Das war 2001. Und das waren dann Prozesse, die wir dann auch in Langzeitstudien begleitet haben. Und meine These ist, dass diese These nicht ganz schräg war in 2001. Das war ja auch eine Zeit, als man den Begriff Kapitalismus nicht ungestraft in den Mund nehmen konnte. Ja, Sie haben ja den Begriff der Demokratieentleerung eben nach der Finanzkrise sozusagen auch herausgearbeitet. Kurz und bündig hatten Sie mal gesagt, Krise bewältigt, Vertrauen verloren. Die Menschen haben seither verstärkt das Gefühl, dass sich die Politiker vor allem um ihre eigenen Interessen kümmern. Wie kann denn dem der Staat entgegenwirken? Also Sie haben ja schon gesagt, also alles, was ich jetzt sagen würde, er hat ja Förderprogramme für Familien, für Freiberufler, Kleinunternehmer und so weiter in Gang gesetzt, hat das Kurzarbeitergeld verlängert und auch erhöht. Ist das nicht schon ein Gegenwirken? Ja, man muss unterscheiden zwischen kurzfristigen Förderprogrammen und langfristigen Ursachen. Und das ist ja meine Grundthese, dass an den grundsätzlichen Ursachenmustern nichts geändert wird. Also das betrifft vor allem auch diesen landnehmenden Kapitalismus, der überall in die Gesellschaft eindringt, auch mit seinen Denkmustern, also wie Menschen beurteilt werden nach Nützlichkeit, Verwertbarkeit, Effizienz. Und dahinter stecken auch immer Abwertungen von Menschen und Gruppen. Und das sind Dinge, die man unterscheiden muss. Kurzfristige Programme, das ist okay, das musste sein, aber und ist ja hoffentlich auch zielführend. Aber gleichzeitig wird an den langfristigen und langfristig wirkenden Ursachenzusammenhängen nichts geändert. Als ich Ihr Buch gelesen habe, Autoritäre Versuchungen, hat mich vor allem schockiert, muss ich sagen, dass ein Teil der Gesellschaft sich radikalisiert hat, obwohl sie aus persönlichen Gründen, also aus ihrer Lebenssituation heraus, vielleicht gar keinen Anlass gegeben hatten zur Verunsicherung. Aber auch dort gibt es ja Ihren Umfragen zu folgen, in gravierendem Ausmaß die Hinwendung zum Autoritären. Wie erklären Sie sich das? Ja, da muss man auf das Konzept dieser Integrations-Desintegrationsdynamik zurückgreifen, wobei wir Integration nie reserviert haben, allein für die Zugewanderten, sondern ein Teil der sogenannten ursprünglichen Deutschen sind auch nicht integriert. Und wir haben eine Theorie sozialer Desintegration, die besteht im Grunde aus drei Säulen. Da geht es erstens natürlich darum, habe ich einen Arbeitsplatz, kann ich mich reproduzieren materiell, kann ich an den materiellen und kulturellen Gütern dieser Gesellschaft teilhaben. Also habe ich einen Job, habe ich eine gute Adresse, nicht unwichtig. Und erst daraus kann ich so etwas wie positionale Anerkennung ziehen. Und Anerkennung ist ein ganz wichtiger Begriff in dieser Theorie. Die zweite Säule bezieht sich auf die Vergesellschaftung. Das heißt, kann ich an den öffentlichen Debatten um Grundwerte dieser Gesellschaft
wie Fairness, Solidarität und so weiter teilnehmen. Und, das ist ganz wichtig, werde ich wahrgenommen? Werde ich gehört? Habe ich Einfluss? Oder missachtet man meine Person? Und wenn ich das Gefühl habe, nicht wahrgenommen zu werden, da gilt ja die Formel, wer nicht wahrgenommen wird, ist ein Nichts. Und daraus entsteht auch das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, vor allem auch bei den ostdeutschen Bürgern. Und daraus entstehen natürlich auch Probleme mit der Anerkennung, das heißt mit der moralischen Anerkennung als Bürger erster Klasse zu sein. Und die dritte Säule dieser Integrations-Desintegrationsdynamik betrifft die Vergemeinschaftung. Wird meine Gruppe, wird die Identität anerkannt oder nicht? Und bekomme ich somit auch emotionale Anerkennung oder bricht sie weg? Und diese Anerkennungsdefizite, die möglicherweise auftauchen, die sorgen ständig für Verunsicherungen. Und was das Ökonomische angeht, sind ja wahrscheinlich nur noch die verbeamteten Personen in dieser Gesellschaft von solchen Verunsicherungen derzeit befreit. Und für die anderen gilt dies nicht. Denken Sie beispielsweise an die Elitearbeiter im Hochtechnologieland Baden-Württemberg bei den Autobauern. Dort weiß man nicht, was passiert, wenn die E-Mobilität auftaucht, wie dann die eigenen Qualifikationen, die hohen Qualifikationen entwertet werden und was es zusätzlich bedeutet, wenn die Digitalisierung durch die Gesellschaft hindurchfegt. Und da geht es in der Tat um tiefe Verunsicherungen und insbesondere auch in einer Altersgruppe, die so mitten im Leben steht, sage ich mal so. Also, und das sieht man auch an den Wahlergebnissen, etwa in Ostdeutschland, im Hinblick auf die AfD. Das ist die Altersgruppe zwischen 40 und 60. Da tauchen immer drei Fragen auf. Was wird aus meinen Kindern? Denn die alte Aufstiegslogik der alten Bundesrepublik funktioniert nicht mehr. Was wird aus meinem Arbeitsplatz, der bis vor kurzem völlig sicher war, aufgrund meiner Qualifikation auch? Und was wird aus meiner Rente? Also in diese Verunsicherungselemente, die tauchen überall auf. Und dann hat das natürlich was auch mit meiner persönlichen Konstitution zu tun, wie ich mit Krisen dann auch umgehe, ob ich furchtsam bin oder eben da zupacke. Aber generell gibt es dort erhebliche Verunsicherungen und natürlich auch wieder die Suche, jetzt bin ich wieder bei dem Begriff, die Versuche, Kontrollverluste in den Griff zu bekommen. Denn jeder Mensch möchte eine, ja, so etwas wie ein Bedürfnis der Realitätskontrolle erfüllt sehen. Und wenn dies nicht gegeben ist, dann kommt es auch zu Schuldverschiebungen und auch zu dem, was ich ja gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nenne. Also die Abwertung, Diskriminierung bis hin zur Gewalt gegenüber schwachen Gruppen in der Gesellschaft, auf die man vieles abschieben kann, ob das die People of Color sind, ob das Juden sind, ob das Muslime sind, ob das Obdachlose sind, ob das Zugewalt, Flüchtlinge insgesamt sind. Also dort laufen bestimmte Mechanismen ab, die man so schnell nicht in den Griff bekommt. Und da ist die Anfälligkeit, und das gilt natürlich nicht für alle Menschen, die in diesen Situationen sind, denn wir haben ja, und das ist ganz wichtig, wir haben ja unterschiedliche Verarbeitungsstrategien, um mit solchen Situationen, mit solchen strukturellen Situationen, die nicht im Belieben eines Einzelnen sind, aber trotzdem mit denen man umgehen muss. Und dann hängt es davon ab, welche Verarbeitungsstrategien die Menschen haben. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Auch wenn man die Titel Ihrer Bücher anschaut, so sprechen Sie ja zunächst von autoritären Versuchungen und dann in Ihrem Buch, das jetzt demnächst erscheinen wird, von
rechten Bedrohungsallianzen. Also was hat sich denn da noch mal zugespitzt in den letzten Jahren? Ja, zunächst zu den vielleicht zu den Krisenverarbeitungen, und da gibt es, wie gesagt, ganz unterschiedliche. Das reicht vom Immunisieren nach dem Motto, wir machen einfach so weiter und das wird schon klappen. Dann gibt es natürlich auch die Aufspaltung der Realität nach dem Muster, der Gesellschaft geht schlecht, aber mir geht's gut. Mhm. Das sind dann eine Umlenkung sozusagen von den eigenen Situationen, also Schutzmechanismen, die aufgebaut werden, und man verschiebt das auf das große Ganze und natürlich dann auf Politik und andere Gruppen und dann auch kollektive Schuldzuweisungen eben auf bestimmte Gruppen, die ich gerade erwähnt habe, und daraus entstehen dann auch die Feindbilder, die grassieren in der Gesellschaft, und dazu haben wir ja viel Ergebnisse beigetragen. Dann auch das, was man unter Demokratieentleerung und Vertrauensentzug subsumieren kann. Das heißt, dass man denkt, der demokratische Prozess hätte keine Lösungskompetenz oder das demokratische System hätte keine Lösungskompetenz. Das muss überhaupt nicht stimmen, denn beispielsweise jetzt in der Corona-Krise waren die autoritären Staaten nicht unbedingt diejenigen, die besser durch die Krise gekommen sind als ein föderales System wie in Deutschland. Ja, und es kommen natürlich auch bei den Verarbeitungsstrategien Dinge zum Zuge, wie dass man Solidaritätsnormen eliminiert, sozusagen nach dem Motto, wir zuerst, Deutsche zuerst, und da kommt dann gleich schon das Politische natürlich rein, wie das vor allem eine Partei, die seit geraumer Zeit im Bundestag sitzt, dann immer wieder proklamiert. Und zu guter Letzt, oder im schlechten Sinne, die sind es, die vehement sich ausbreitenden Verschwörungsideologien. Ich habe das 2018, als von der Pandemie noch keine Rede war, auch schon geschrieben, dass mir das große Sorgen macht. Und dafür gibt es ja heute dann Belege, wenn man sich die verschiedenen Demonstrationen ansieht und was alles so im Netz inzwischen grassiert. Sie, nochmal zurück zu Ihren Buchtiteln, sehen ja eine Zuspitzung, wo der verknappende Blick sicherlich auf die Parteienlandschaft, Sie haben die AfD schon angesprochen, sicherlich nicht ausreicht. Sie haben dann in dem Zuge auch betont, dass der Begriff Rechtspopulismus eine viel zu schwache Worthülse sei, und Sie schlagen die Bezeichnung, oder Sie haben die Bezeichnung autoritärer Nationalradikalismus geprägt. Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, zunächst mal bin ich immer wieder entsetzt, wie leichtfertig vor allem Journalistinnen und Journalisten, aber auch Politikerinnen und Politiker, zum Teil auch Wissenschaftler, den Begriff Rechtspopulismus verwenden. Das ist völlig unzureichend zur Beschreibung der hiesigen Zustände. Rechtspopulisten wollen in erster Linie soziale und politische Erregungszustände erzeugen über Tabubrüche in Parlamenten oder sonst wo, die dann über Massenmedien transportiert werden oder in den Netzen. Der autoritäre Nationalradikalismus ist viel problematischer. Der Rechtspopulismus verhallt, und das sagen Rechtspopulismusforscher auch. Wir haben gar keine Kriterien. Und häufig haben die Rechtspopulisten, wie in Holland, auch nur ein Thema. Und sie haben eigentlich gar kein Konzept. Das ist beim autoritären Nationalradikalismus der AfD anders. Das Autoritäre besteht darin, dass ein eben solches Gesellschaftsbild erzeugt werden soll, mit klaren Hierarchien, mit der Eingrenzung bestimmter Lebensformen und so weiter.
das Nationale bzw. Nationalistische liegt darin, die Überlegenheit des deutschen Volkes immer wieder zu betonen. Ich will die ganzen Zitationen jetzt gar nicht aufrufen. Und auch die Neudeutung deutscher Geschichte. Das ist ebenfalls ein gefährliches Element. Und die Radikalisierung bezieht sich auf den Umgang mit schwachen Gruppen in der Gesellschaft. Also im Rahmen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die ja dadurch gegeben ist, dass Menschen allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit und unabhängig von ihrem individuellen Verhalten in diese Abwertung und in die Diskriminierung hineingeraten bis hin zur Gewalt. Und da muss man dann dieses Rechte, die rechten Bedrohungsallianzen nochmal ins Spiel bringen. Das Ganze bei dieser Radikalisierung besteht darin, dass diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegenüber ganz vielen schwachen Gruppen durch eine Ideologie der Ungleichwertigkeit zusammengehalten wird. Und das widerspricht natürlich völlig den Grundsätzen und den Wertvorstellungen dieser Gesellschaft. Sie warnen ja auch vor allzu viel Gesellschaftsromantik. Sie haben darauf verwiesen, dass zum Beispiel ja diese Solidarität mit Flüchtlingen im Jahr 2015 ja sehr intensiv, aber eben auch sehr kurz war. Das bedeutet, also man kann Krisensituationen oder berufliche Leerlaufzeiten, wie wir es jetzt zu Corona-Zeiten während des Shutdowns hatten, nicht einfach da die Solidaritäten fortschreiten. Sie fordern daher strukturelle Veränderungen und Ihr Vorwurf ist ja auch, dass dazu bislang der politische Wille gefehlt hat. Was für strukturelle Veränderungen könnten denn dieser Entwicklung entgegenwirken? Also zunächst muss man in der Tat sagen, zu Beginn der Pandemie war es wirklich sehr bemerkenswert, welche Hilfeleistungen dort vollbracht worden sind. Aber das sind nur temporäre, und das können nur temporäre Dinge sein, wenn der Betrieb wieder läuft und dann auf vollen Touren, dass sich strukturell gar nichts verändert hat, sondern dann ist der Wettlauf um die neuen Gewinnmargen wieder voll in Brand und es verändern sich keine Strukturen. Der entscheidende Punkt scheint mir zu sein, weil es dazu zahlreiche Forschungen gibt, wenn es nicht gelingt, die soziale Ungleichheit in Gesellschaften zu reduzieren, es wird immer Ungleichheiten geben, aber die Kluft ist doch enorm. Und die internationalen Forschungen zeigen immer wieder, soziale Ungleichheit zerstört Gesellschaft. Und das kann man auch bezogen auf die Kriterien wie Gesundheit, das kann man auch die Kriterien Gewalt und noch weitere beziehen. Soziale Ungleichheit zerstört Gesellschaft. Und da ist die Frage, ob die Politik dieses kann oder auch will. Denn in der Logik des autoritären Kapitalismus liegt auch über die Konkurrenz vermittelt, dass Ungleichheit die Menschen eigentlich antreibt. Das heißt, dass Ungleichheit der Motor sein soll, ohne Rücksicht auf Verluste, wer dabei untergeht. Und das ist eigentlich die entscheidende Position. Und da muss man tatsächlich jenseits der Fördermaßnahmen jetzt in der Krise die Politik immer wieder, und das gilt für alle Parteien, das ist nicht jetzt parteipolitisch gemeint, daran messen, inwieweit sie soziale Ungleichheit bekämpft. Denn das muss man sehen, aus Ungleichheit kann leicht Ungleichwertigkeit werden. Das heißt, dass bestimmte Gruppen dann besonders markiert werden. Und da kommen wir dann sehr schnell nochmal auf das Thema der rechten Bedrohungsallianzen zurück. Das bedeutet eigentlich, dass es viel zu einfach ist,
die heutige politische Situation am rechten, am rechtsextremen Rand einfach nur zu beziehen auf die AfD oder auf die rechtsextremen Gruppen und so weiter. Denn wir haben es mit einem Eskalationskontinuum zu tun. Man kann sich das vorstellen als Zwiebelmuster. Die äußere Schale, das sind Einstellungsmuster in der Bevölkerung zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Diese grassiert nicht in allen Facetten der Bevölkerung, aber doch in erheblichem Maße. Und zwar in unterschiedlichem Maße gegenüber Juden oder gegenüber Frauen oder gegenüber Flüchtlingen. Und diese bilden gewissermaßen Legitimationsbrücken zu der AfD, zu dem autoritären Nationalradikalismus, der das Ganze dann auf politische Parolen bringt, also wir zuerst, Deutsche zuerst und was auch immer. Und mit solchen Begriffen wie Umvolkung und messerstechende Invasoren, Flüchtlinge sind gemeint, liefern dieser autoritäre Nationalradikalismus der AfD dann wieder Legitimation zu den systemfeindlichen Milieus der Rechtsextremen und der Neonazis, die ja schon dann mit Gewalt hantieren. Und diese Begriffe, die der autoritäre Nationalradikalismus in die Welt hat, können genutzt werden zur Legitimation auch für Gewalt. Die AfD-führenden Personen reden sich dann schnell daraus, dass man ja nur Begriffe in die Welt gesetzt hat. Aber Begriffe haben Folgen. Begriffe erzeugen Realität. Das ist ja banal. Nur man muss es sehen, dass es da wieder Legitimationsbrücken gibt. Ja. Und diese systemfeindliche Milieu liefert mit ihren Gewalttätigkeiten dann schon wieder Legitimation für die klandestinen Terrorplanungsgruppen, Unterstützungsgruppen bis hin zum Kern wirklich des Terrorismus von Einzeltätern oder von Gruppen gegenüber schwachen Gruppen, ob das Migranten waren bei der NSU, beim NSU oder ob das jetzt dann Halle war mit dem Angriff auf die Synagoge und die jüdischen Menschen. Also, was ich damit sagen will, ist, dass wir als Bevölkerung uns nicht einfach, ich sage das mal so, lax vom Acker machen können, nach dem Motto, wir haben damit nichts zu tun. Nein, wir liefern mit Einstellungsmustern Legitimation und dann gibt es eben dieses Eskalationskontinuum. Und das ist der Kern dieses neuen Buches, wobei wir vor allem immer wieder darauf hinweisen, wie, und das ist eigentlich das Gefährliche, wie es zu einem Verschwimmen von Grenzziehungen kommt zwischen verschiedenen Gruppen, mit denen man es eigentlich nicht zu tun haben will. Aber da gibt es auch inzwischen zahlreiche Intellektuelle, die als sozusagen Transmissionsakteure unterwegs sind, sodass es zu diesem Verschwimmen von Grenzziehungen kommt. Und dabei muss man auch sehen, dass gerade der autoritäre Nationalradikalismus der AfD deshalb so problematisch ist, weil sein zentrales Ziel darin besteht, in die Institutionen hineinzukommen, in die Polizei, in die Bundeswehr, in die Kulturbereiche und dort im Kulturbereich geht es dann ja darum, vor allem deutsche Stücke zu spielen und so weiter. Oder auch die Schulen, die Lehrer zu verunsichern mit dieser Überwachungs-App und was da immer so erfolgt. Das muss gar nicht tatsächlich funktionieren mit der Schule. Es reicht schon, dass man dieses androht und dann für tiefe Verunsicherung sorgt. Also dieses Eindringen in
Institution ist ganz entscheidend und vor allem natürlich in die Sicherheitsinstitution. Und da muss man immer wieder darauf insistieren, jede Gesellschaft hat ein Anrecht darauf zu erfahren, was in ihren Sicherheitsinstitutionen existiert, denn sie sind von der Gesellschaft ausgerüstet mit einem staatlichen Gewaltmonopol. Und da gibt es ja ganz verhängnisvolle Anzeichen. Und deshalb ist auch überhaupt nicht nachzuvollziehen, weshalb der Innenminister, der ja übrigens auch Verfassungsminister ist, dann sich etwa sträubt gegen eine Untersuchung, eine unabhängige Untersuchung der Polizei nach diesen ganzen Vorfällen. Das ist im Grunde, diese Position von Herrn Seehofer ist im Grunde ein Misstrauensvotum gegenüber der Polizei. Ja. Misstrauensvotum. Ja. Denn ansonsten würde man das ja zulassen und würde sagen, wir sind souverän und können damit umgehen. Und wo es Probleme gibt, müssen die beseitigt werden. Aber dieses, wir schirmen das alles ab, muss eigentlich bei kritischen Leuten für Misstrauen sorgen. Und es kommt dann ja auch immer der Vorwurf, das ist ein Generalverdacht gegenüber der Polizei. Jeder ernstzunehmende Diskutant in dieser ganzen Thematik behauptet das nie. Das heißt, es wird ein Begriff in die Welt gesetzt und ein Problem benannt, was niemand sagt, also nicht diejenigen, die ernst zu nehmen sind. Das ist also ein Teil der Immunisierungsstrategie und das kann nur schiefgehen. Also an diesen Stellen gibt es viel Arbeit und wir werden sehen, was sich daraus noch entwickelt. Also ich bin da relativ pessimistisch. Pessimistisch, so merke ich es auch. Sie fordern ja auch auf, der Einzelne muss sich da positionieren, um sozusagen dieser zunehmenden Radikalisierung entgegenwirken zu können. Mit Herrn Friedmann haben Sie gesagt, es gehe heute nicht mehr um während den Anfängen, sondern eigentlich während der Normalisierung. Also was können wir denn tun als Einzelne in der Gesellschaft? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Normalisierung muss einen schon umtreiben, denn es ist doch ganz einfach. Alles, was als normal gilt, kann man zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr problematisieren. Denn man will ja auch zur Normalität gehören. Und dagegen muss man und kann man auch vieles tun. Ich will nur zwei Dinge sagen, oder drei besser gesagt. Erstens, mit einer reinen Verbotspolitik, etwa gegenüber rechten Gruppen etc., kommt man überhaupt nicht weiter. Jede staatliche Repression führt bei den rechten Gruppen zur, ich sage das in Anführungsstrichen, zur Innovation. Denen fällt immer wieder was Neues ein und sie sind, haben dadurch auch einen Verdunklungsvorsprung sozusagen. Das ist der eine Punkt. Denn wenn dieses wirken würde, dürfen wir heute die Probleme gar nicht haben. Denn seit den 90er Jahren sind zig solcher Gruppen verboten worden. Und damit kommt man allein nicht weiter, sondern man muss dann gleichzeitig an die Ursachenzusammenhänge ran, die ich versucht hatte, so skizzenhaft zu beleuchten. Und der Einzelne ist gefragt. Und zwar an zwei Stellen. Erstens ist es immer wichtig, dass eine Gesellschaft öffentlich demonstriert, für welche Wertvorstellungen man steht. Und da helfen auch keine Beschlüsse des Verfassungsgericht, sondern das muss man in der Tat auf der Straße in großen Demonstrationen immer wieder deutlich machen. Das hat nur einen Haken. Bei diesen Demonstrationen ist man natürlich unter sich. Man hat ein gutes Gefühl und das ist auch notwendig, auch ein starkes Gefühl, dass man nicht allein ist. Die eigentliche Probe entsteht allerdings im Alltag. Was passiert, wenn in meinen verschiedenen Bezugsgruppen, in denen ich unterwegs bin, Verwandtschaft,
Freundeskreis, auf der Arbeitsstelle, im Sportverein, in der Kirchengemeinde. Was passiert eigentlich, wenn dort bestimmte Sprüche, Judenwitze oder andere Dinge plötzlich auf den Tisch kommen? Bin ich in der Lage, dort sofort zu intervenieren? Denn man muss sich klar darüber sein, hier entstehen die hohen sozialen Kosten für mich. Nämlich, ich will die Verwandtschaft nicht vergräzen, ich will vielleicht noch was erben können, ich will mit den Freunden weiterhin schön kochen. In der Fußballmannschaft will ich Mittelstürmer bleiben und nicht einfach ignoriert werden. Das Arbeitsklima will ich nicht vereisen lassen und so weiter und so weiter. Bin ich in der Lage, diese hohen sozialen Kosten zu tragen? Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann reichen die Demonstrationen vorne und hinten nicht. Und dazu gibt es eine eigene Theorie, die Frau Nölle-Neumann entwickelt hat vor vielen, vielen Jahren, die besagt, jetzt ganz schemenhaft herausgedrückt, wenn Menschen in ihren jeweiligen Bezugsgruppen den Eindruck haben, sie sind Teil einer Minderheit, also eine Minderheit in der Verwandtschaft, im Sportverein und so, dann sind sie eher still, eher zurückhaltend. Sie ändern möglicherweise ihre Einstellung nicht, aber das wird nicht öffentlich und das kann sich nicht verbreitern. Haben Sie aber den Eindruck, Sie sind oder werden sukzessive normalisieren sozusagen, Teil einer Mehrheit, dann, sage ich mal so lax, hauen Sie Ihre Sprüche immer lauter raus und dann hat man ganz schlechte Karten. Das heißt, wir als Einzelne können an dieser Schraube drehen, durch Schweigen oder durch Intervenieren. Und dieses Intervenieren muss sofort kommen. Man kann nicht nach Hause gehen und sagen, ich überlege mir jetzt mal was, ob ich dem Bekannten da in 3 Wochen mal was sage. Nein, das muss sofort kommen. Und dann ist natürlich die Frage, hat man Kriterien dafür? Das dürfen im Grunde nur ganz klare, einfache sein. Bei mir ist es so, und ich hatte vor einiger Zeit 2 gravierende Erlebnisse im Zusammenhang mit Antisemitismus, wo ich tatsächlich auch Kosten einstreichen musste, also soziale Kosten. Und das eine Kriterium ist die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Werden Gruppen oder Menschen eben als Gruppen als ungleichwertig dargestellt, dann muss ich intervenieren. Und das zweite ist die psychische und physische Unversehrtheit, die möglicherweise durch diese Sprüche dann tangiert wird. Und das ist, glaube ich, das, was man tun kann. Und man kann sich nicht verlassen auf Politik als Automatismus. Natürlich muss Politik die eigene Arbeit in dem eigenen Bereich tun. Das können natürlich Gesetzesverschärfungen sein, etc. Aber das soziale Klima verläuft in der Sozialisation in unserem Alltag. Und hier sind wir wirklich gefragt, um die hohen sozialen Kosten zu tragen, damit man am nächsten Morgen noch selbstbewusst in den Spiegel schauen kann. Sie haben dieses Eindringen auch in Institutionen bereits erwähnt. Da möchte ich natürlich als Museum, als Zeppelin-Museum auch noch kurz sozusagen in eigener Sache zu sprechen kommen. Wir zeigen jetzt ja seit einigen Jahren vermehrt gesellschaftspolitische Ausstellungen. Wir beteiligen uns auch aktiv an der aktuellen Debatte um einen neuen Museumsbegriff, der übrigens hohes Sprengpotenzial hat, weil es eben weltweit gelten soll. Es geht darum, dass Museen als demokratisierende, integrative, polyphone Räume definiert werden sollen, die die Verwerfungslinien der Gesellschaft aktiv bearbeiten, Konflikte und Herausforderungen der Gegenwart thematisieren mit dem Ziel,
zur Menschenwürde, zur sozialen Gerechtigkeit und zum planetarischen Wohlergehen beizutragen. Also ein hoher Anspruch. Ja. Aber was würden Sie sich denn von der Kultur wünschen, von Museen, von Theatern? Ja, also mehr kann man sich ja gar nicht wünschen. Die Frage ist, wie stark man in diese Zielsetzung, wie hartnäckig man die verfolgt, wie viel Unterstützung sie auch von der Politik dann bekommen über die Etats etc. Darum geht es ja dann auch. Nein, es ist aus meiner Sicht ja schon seit längerem so, und ich habe, ich weiß gar nicht wie viele Einladungen in Theater beispielsweise, um dort Vorträge zu halten, an Diskussionen teilzunehmen. Ein Teil des Problems darin besteht allerdings, auch da ist man meist unter sich. Man erreicht möglicherweise nicht die richtigen Personen, mit denen man sich auseinandersetzen müsste, die dann nicht da sind. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, denn an vielen Stellen, und das betrifft vor allem jene mit Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien sind ja Glaubenssysteme. Ja. Und da kommt man an vielen Stellen mit rationalen Argumenten ja gar nicht dagegen an. Aber es ist auch schon viel gewonnen, wenn man Position bezieht, um seine eigene Position zu stärken, damit man nicht mutlos wird. Und da muss man sehr viel offensiver vorgehen. Und die Frage ist, ob die Formel, wir müssen unsere Demokratie verteidigen, nicht schon eine viel zu defensive Position ist. Und da ist die Frage, wie kann eine Offensive eigentlich aussehen? Denn darüber darf man sich nicht hinwegtäuschen. Und das beschreiben wir in dem Buch rechter Bedrohungsallianzen. Das ganze rechte Spektrum ist in die Offensive geraten. Und durch Ausdifferenzierung, durch Modernisierung von Ideologien, natürlich hängen einige noch der NS-Ideologie in schlimmster Reinform sozusagen an, aber diese Modernisierungsprozesse, auch die Intellektualisierung, denn wir haben es nicht mehr mit der tumben NPD zu tun, sondern mit Menschen mit hohem Bildungsgrad und dergleichen mehr. Ich will damit sagen zu Ihrer Frage, es ist schon wichtig, die eigene Position zu stärken, aber wir reden viel zu sehr über das Verteidigen der Demokratie. Nein, da muss Offensive hinein, und das ist natürlich eine Aufgabe und eine eher 1.000, 100.000 Dollar Frage, wie man das dann konkret macht. Die rechten Bedrohungsallianzen werden jetzt erscheinen. Sie werden am nächsten Projekt arbeiten. Auf was dürfen wir uns denn freuen, wenn wir in die Zukunft schauen? Oh je, also das ist schwierig zu sagen, und man mag es ja dann kaum sagen, weil man sich auf der Negativseite von Gesellschaft bewegt. Aber wenn man seit 1985 sich in diesem Feld bewegt, und zwar kontinuierlich in dem Feld bewegt, kommt man schlecht auf die lustigen Seiten dieser Gesellschaft. Das heißt, das nächste Buchprojekt wird auf das Thema Durchrohung von Gesellschaft hinauslaufen. Also das, was jenseits jetzt des politischen Kerns sich eigentlich bewegt. Und das ist das eine. Und wir werden in Bielefeld dann auch zunächst mit Tagungen und dann auch mit Publikationen die Pfade und Treiber autoritärer Entwicklungen im 21. Jahrhundert dann verfolgen. Denn dazu gibt es ja leider Gottes überall
Anlass, denn wir haben es ja auch mit einem verdunkelten Europa zu tun. Das, was wir ja jetzt in dieser Unterhaltung thematisiert haben, ist ja zunächst mal fokussiert auf Deutschland. Aber Deutschland ist natürlich nicht allein, sondern wenn man nach Osteuropa blickt, nach Polen und Ungarn, wo die Institutionen ja schon umgebaut sind zum großen Teil, aber auch auf der Landkarte Europas gibt es natürlich viel Bewegung, aber die autoritären Versuchungen und autoritären politischen Parteien sind überall schon massiv vertreten, entweder in Regierungen, zumindest in Parlamenten. Und die Kurve der eroberten Parlamentssitze in nationalen Parlamenten geht seit 1984, seit Beginn der Untersuchung bis 2000 steil nach oben. Und es gibt auf der europäischen Landkarte im Grunde nur Irland, wo so etwas noch nicht passiert ist. Großbritannien ist ein anderes Thema, weil das sehr stark am Wahlrecht hängt. Aber da ist die Gesellschaft ja, was Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit insgesamt angeht, auch völlig durchsetzt, sodass die das gar nicht benötigen, ins Parlament zu kommen. Die haben dann gesellschaftliche Macht. Also in Europa steht da auch vor ganz großen Problemen. Wie gesagt, es gibt auch Dynamiken. Denken Sie an Österreich, wo die FPÖ dann durch den Ibiza-Skandal aus der Regierung rausgeflogen ist. Aber Spanien war lange Zeit auch ein weißer Fleck sozusagen. Aber das hat sich auch geändert. In Frankreich wird man sehen, ob Marine Le Pen mit ihrer neuen Bewegung, das heißt neu nicht, sondern der umbenannten Bewegung bei der nächsten Präsidentschaftswahl an Stimmen gewinnt. Also diese autoritären Entwicklungen sind nicht zu übersehen und werden uns meines Erachtens noch lange massiv beschäftigen müssen. Lieber Herr Heidmeier, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Bitte sehr. Debatorial ist ein Projekt der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH. Konzeption Dr. Claudia Emmert, Direktorin. Jürgen Bleibler, Kurator und Leiter Abteilung Zeppelin. Ina Neddermeyer, Kuratorin und Leiterin Abteilung Kunst. Dominik Busch, Kurator und Leiter Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit. Felix Banzhaff, Co-Kurator und wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Zeppelin. Caroline Wind, Co-Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Kunst. Charlotte Ickler, wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit. Jannik Scheurer, Digitalisierung. Simone Lipski, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Frauke Stengel, Marketing. Gestaltung und Programmierung, Ideebüro Stuttgart. Gefördert durch Neustart, das Sofortprogramm für Corona-bedingte Investitionen in Kultureinrichtungen des Bundesverbands Soziokultur, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das Debatorial ist der digitale Prolog zur Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit, zu sehen vom 21. Januar bis zum 6. Juni 2021, Zeppelin Museum Friedrichshafen, gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes, Medienpartner SWR2.